Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Wie immer streicheln wir erstmal den Hund. Wenn er denn will. Und dann schauen wir mal, was heute so für Aufgaben anliegen. Oh, Drinks bestellen, gewürztes Kleinwildfleisch gekocht. Ach, Rennen, sowas wird ja alles nichts. Tagreiher gehäutet, meine Güte. Insgesamt 20 Tiere und, oh, wildes Mutterkraut gesammelt. Ja, das ist immer schwierig. So, gesuchte Person mit Verfolgungsfallen markiert. Einmal von New Austin und Kopfke mit einem Truppenmitglied. Okay. Oh, das ist viel an Strecke. Lagereintöpfe essen, waren an weit entfernten Käufer. Ich sehe schon. Heute wird es nix. Starken Selbstvertrag und eine Lage mit 18 Pullen, was im Wildnislager lehren ihre Tiere fotografiert. Und Zähigkeitstoniker. Oh, 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 oh. Und hier ist die Produktion angehalten. Dann bestellen wir hier schon mal was. Dann kann der schon mal weitermachen. No messing around, huh? Dann essen wir wenigstens schon mal einen Lagereintopf. Ziehen jetzt gleich den Verfolgungspfeil mal aus der Tasche. Denn da hinten haben wir ja schon einen Kandidaten. Da ist er. Ach so, müsste ich auch mal eben gucken. Kleinwildfleisch, wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wildvogel, ich kann mir das ja nicht merken. Ne? Wildfleisch, ist das da drunter? Kleinwildfleisch, ja. Da müssen wir mal auf jeden Fall auch eins essen, sonst können wir nämlich gar keine machen. So, Knarre raus. Seine Kompagnons da. Ja, das geht jetzt nicht. Das geht doch jetzt nicht. Doch hier nur Stress. Den machen wir weg. Den dahinter hätte ich gerne gehabt. Und hier. Ist das der Falsche? Ich habe den Falschen erschossen. Ja, dann ist eh egal. Das war richtig schlau. Na, nun gut. Ja, komm. Ach ja. Ihr merkt, ich bin noch nicht ganz wach. Aber nun gut, was soll's. Auch das ist jetzt, wie es ist. Wir bringen den mal trotzdem weg. Und vielleicht nehme ich gleich mal Kopfgeldjagden in New Austin an. Dann könnte man ja beides quasi gleichzeitig erledigen. Hätte erst wach werden sollen, ja. Dann düsen wir gleich erstmal zur Schwarzbrennerei und fahren mal eben eine Ladung weg.
hier los? Wanna make some money? Listen, I'm digging for valuables. Don't judge me. They dead. They don't need jewels. Aha. I'm alive. Das hab ich noch nie gehabt. You help, we both eat. Das hab ich noch nie gehabt. Was klimpert denn hier? So. Die ist so hier Grabräuberin. I don't want to be standing around graves. Ugh, my back thanks you. Okay, get digging. Oder geht das jetzt nicht, weil ich da einer am Pferd habe? Ich habe doch auf Annehmen gedrückt. Vielleicht beim nächsten Mal. So, den schmeißen wir schon mal ab hier. Shame. Would have been good for morale to see him hang. You'll get your due. Jetzt gucken wir natürlich, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Gefühlt war hier was. Ja, hier ist doch irgendwas. Haben wir schon mal ein bisschen was heute gefunden hier. Oh, da hinten liegt auch noch eine Karte. Am Stall. Okay, hier ist nichts. Eine Schnellreise machen. Ja, und für einen Dollar. Können wir nochmal im Hinreisen. Auch nichts, das gibt's ja nicht. Some more work for you. Let me know if there's anything else you need. We have a batch ready to go. So, trinken wir mal im Selbst ein. Das Zähigkeitstonikum nehmen wir dann halt später, wenn die Wirkung hier nachgelassen hat.
Und dann wollen wir mal. I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. Oh, they are all good batches, but this one is superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentive, eh? Jawohl. Seigneur, ayez pitié. Da wollen wir mal. Oh, 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 oh. Da wär's ja schon beinahe schief gegangen. Was ist denn hier mit dem Wagen heute los? Sag mal. You sober enough to pull over? Take this cart over there. Pull up some. Das gibt doch hier gleich richtig Ärger. Bring your wagon up here. Ja, das mache ich ja jeden Augenblick. Irgendwas klappt doch hier heute gar nicht mit dem Wagen. Bring it up to here. So. I'll be searching your wagon for contraband, that's all. Ich hab doch garantiert schon irgendwas verschüttet hier. Well, well. What are you hauling? Say, the chief back your off work request? One week out by the coast, just me and the missus. Weekend too. You better believe it. Was sollten wir denn heute alles noch machen? Ich hab das doch schon wieder schwarz. Da, mindestens 18 Pullen. Ja, ob das was wird heute. Meine Güte. So, jetzt läuft der Wagen auch. Ja, dann hoffe ich mal, dass nur 18 Pullen übrig sind hier. Da ist es, du hast schwarz gebrannt verloren. Ist auch kein Wunder, ne, wenn man so miserabel fährt hier. Oh. Da ist der legendäre Puma. Den ich eigentlich fotografieren müsste. Aber da kann ich jetzt ja nicht hierfür anhalten. Falsch gefahren. Super. Tja. Dann fahren wir halt noch eine Ehrenrunde hier. Was soll's denn? Gut, dass es heute nicht auf Zeit geht, ne? Gehabt. Sind immerhin noch 19 Pullen übrig.
So. Hier irgendwo. War der Panther. Puma, Entschuldigung. Dann erstmal zurück zur Schwarzbrennerei. Aha. Zeige ich euch auch, wo das ist. Genau hier. Schmeißen wir eben noch eine neue Ladung an. You ready for another job? Nee. Bin ich nicht. A good sail, huh? Ja, geht so. C'est parti. So, was hauen wir denn? Da rein. Very well. But this could be cheaper. Ach komm hier, was soll's denn? This will be quite special, I think. Ja, ihr merkt vielleicht, so richtig fit bin ich heute nicht. Ich war schon mal gesprächiger. Gut, hier scheint heute nichts zu sein. Dann mal die Knarre raus, falls hier der Boomer ist. Da ist er. Den habe ich aber nicht so gut getroffen, was? Oh!
Es dürfte auch hinüber sein, jawohl. Schade, schade. Dann treten wir die Heimreise an. Also, erstmal ein Kaffee. Dann gewürztes Kleinwildfleisch, ne? Da ist es. Ich hoffe, es sind nur 3 Stück oder so. Ich habe es nämlich wieder vergessen. So, und dann... Verfolgungsfalke auch mal einmachen. Oh, und ein paar kleine Pfeile. Das auch erledigt. Dann ab nach Hause. Well, look who it is. We're well stocked for the time being. Gehen wir das auch schon mal ab. Da ist der nächste Kandidat. Aber jetzt erst einmal in die kalte Ecke hier. Schon mal 6 Sammlerstücke gefunden. Und er friert auch gut. Quatsch. Da ist es doch. Schon wieder zurück. Und hier mal eben noch fix was essen. Perfektes Wetter, oder? So, viel geschafft habe ich ja gefühlt nicht, ne? Oh doch, 4. Also, legendäre Tiere fotografiert, da brauchen wir ja nur ein bisschen Glück. Das wird nichts. Sammler, ja, kann man noch abarbeiten. Händler ist schwierig, habe ich keine Lust zu. Also werde ich wohl in diesem Staate eine Kopfgeldjagd annehmen, um dann beides nach Möglichkeit direkt zu erledigen.
Aber das dann halt im zweiten Teil. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, eine Landkarte hatte ich nicht offen. Nee. Dann werden wir vielleicht eine Landkarte abarbeiten. Und dann sehen wir auch, wo die Madame ist. Denn sonst, wie ihr seht, ist sie nicht zu sehen. So, das war der erste Teil. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.